Freiheit. Wie kommen wir dazu? Es gibt einige Wege, dies zu erreichen. Einen Grundstein dafür können alle legen, die Kinder haben. Und wie uns das und wie das geht, erklärt uns René, indem er uns Alice Millers Kernaussagen über die Erziehung vorliest. Jedes Kind kommt auf die Welt, um zu wachsen, sich zu entfalten, zu leben, zu lieben und seine Bedürfnisse und Gefühle zu seinem Schutz zu artikulieren. Um sich entfalten zu können, braucht das Kind die Achtung und den Schutz der Erwachsenen, die es ernst nehmen, lieben und ihm ehrlich helfen, sich zu orientieren. Werden diese lebenswichtigen Bedürfnisse des Kindes frustriert, wird das Kind stattdessen für die Bedürfnisse Erwachsener ausgebeutet, geschlagen, gestraft, missbraucht, manipuliert, vernachlässigt, betrogen, ohne dass je ein Zeuge eingreift. So wird die Integrität des Kindes nachhaltig verletzt. Die normale Reaktion auf die Verletzung wäre Zorn und Schmerz. Da der Zorn aber in einer verletzenden Umgebung dem Kind verboten bleibt und da das Erlebnis der Schmerzen in der Einsamkeit unerträglich wäre, muss es diese Gefühle unterdrücken, die Erinnerung an das Trauma verdrängen und seine Angreifer idealisieren. Es weiß später nicht, was ihm angetan wurde. Nun, von ihrem eigenen abgespaltenen Gefühl von Zorn, Ohnmacht, Verzweiflung, Sehnsucht, Angst und Schmerz verschaffen sich dennoch Ausdruck in zerstörerischen Akten gegen andere, Kriminalität, Völkermord oder gegen sich selbst, Drogensucht, Alkoholismus, Prostitution, physische Krankheiten und Suizid. Opfer der Racheakte sind sehr häufig eigene Kinder, die eine Sündenbockfunktion haben und deren Verfolgung in unserer Gesellschaft immer noch voll legitim ist, ja sogar im hohen Ansehen steht, sobald sie sich als Erziehung auszeichnet. Tragischerweise schlägt man sein eigenes Kind, um nichts zu spüren, was die eigenen Eltern getan haben. Damit ein misshandeltes Kind nicht zum Verbrecher oder Geisteskranken wird, ist es nötig, dass es zumindest einmal im Leben einen Menschen begegnet, der eindeutig weiß, dass nicht das geschlagene oder hilflose Kind, sondern seine Umgebung verrückt ist. Geht's nicht? Ach so. Insofern kann das Wissen und Nichtwissen der Gesellschaft das Leben retten helfen oder zu seiner Zerstörung beitragen. Hierin liegt die große Möglichkeit von Verwandten, Anwälten, Richtern, Ärzten, Pflegenden, eindeutig für das Kind Partei zu ergreifen und ihm zu glauben. Bisher schützt die Gesellschaft die Erwachsenen und beschuldigt die Opfer. Sie wurde in ihrer Blindheit von Theorien unterstützt, die noch ganz dem Erziehungsmuster unserer Urgroßväter entsprechend im Kind ein verschlagenes, vom Bösen beherrschendes Wesen sahen, das lügenhafte Geschichten erfindet und die unschuldigen Eltern angreift oder sie sexuell begehrt. In Wahrheit neigt jedes Kind dazu, sich selber für die Grausamkeiten der Eltern zu beschuldigen und den Eltern, die es immer liebt, die Verantwortung abzunehmen. Erst seit einigen Jahren lässt es sich dank der Anwendung von neuen therapeutischen Methoden beweisen, dass verdrängte, traumatische Erlebnisse der Kindheit im Körper gespeichert sind und dass sie sich unbewusst geblieben und dass sie sich unbewusst geblieben auf das spätere Erwachsenenleben auswirken. Ferner haben elektronische Messungen an noch ungeborenen Kindern eine Tatsache enthüllt, die von den meisten Erwachsenen bisher noch nicht wahrgenommen wurde. Nämlich, dass das Kind sowohl Zärtlichkeit als auch Grausamkeit von Anfang an fühlt und lernt. Dank dieser Erkenntnisse offenbart jedes absurde Verhalten seine bisher verborgene Logik,
sobald die in der Kindheit gemachten traumatischen Erfahrungen nicht mehr im Dunkeln bleiben müssen. Unsere Sensibilisierung für die bisher allgemein geleugneten Grausamkeiten in der Kindheit und deren Folgen wird von selbst dazu führen, dass das Weitergeben der Gewalt von Generation zu Generation ein Ende findet. Menschen, deren Integrität in der Kindheit nicht verletzt wurde, die bei ihren Eltern Schutz, Respekt und Ehrlichkeit erfahren haben, werden in ihrer Jugend und auch später intelligent, sensibel, einfühlsam und empfindungsfähig sein. Sie werden Freude am Leben haben und kein Bedürfnis verspüren, jemand oder sich selber zu schädigen oder gar umzubringen. Sie werden ihre Macht gebrauchen, sich zu verteidigen, nicht um andere anzugreifen. Sie werden gar nichts anderes können als Schwächere, als auch ihre Kinder zu achten und zu beschützen, weil sie dies einst selber erfahren haben und nur weil dieses Wissen und nicht Grausamkeit in ihnen von Anfang an gespeichert wurde. Diese Menschen werden nie imstande sein zu verstehen, weshalb ihre Ahnen einst eine gigantische Kriegsindustrie haben aufbauen müssen, um sich in dieser Welt wohl und sicher zu fühlen, da die Abwehr von frühesten Bedrohungen nicht ihre Lebensaufgabe sein wird, werden sie mit realen Problemen rationaler und kreativer umgehen können. Noch ein Zitat aus dem Buch »Das Drama des begabten Kindes«. Das, was wir selbst durchschauen, macht uns nicht krank. Es kann in uns Empörung, Zorn, Trauer oder Unmachtsgefühl erwecken. Was uns krank macht, ist das Undurchschaubare, die Zwänge der Gesellschaft, die wir durch die Mutteraugen in uns aufgenommen haben und die wir durch keine Lektüre oder Bildung loswerden können. Danke. Vielen Dank, lieber René.